Moin zusammen, wir gehen jetzt in eine Random Map mit Sprinten und dem Ouija-Board. Oh mein Gott, und es ist behind hope. Unsere Sanity! Unsere Sanity! Maximaler Sanity, Dwayne! Da ist der Foto, ja, gute Nacht, ey. Aber wir haben ja Sprinten zum Glück an. Also, wir bereiten hier kurz vor und immer schön dran denken. Hey, die Glocke! Immer an die Glocke denken. Ding Bong! Okay, dann 3, 2, 1, rein da! Okay, Dusche ist verfügbar. So, ich habe leider keine Kerzen oder so. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal so gucken. Wir müssen warten, bis Küken den Breaker anmacht. Hier unten ist was geflogen. Der ist hier unten am Eingang direkt. Wir haben einen Eingangsgeist. Interessant. Wo sind die Prozis? Willst du dann nach dem Knochen suchen? Oben. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ah, ich muss den nach dem Breaker anmachen. Ja, der ist ganz oben. Mach den mal an, damit ich hier unten nicht zu viel Sanity verliere. Ja, warte, warte. Kruzi und so weiter liegt schon. Im Geländer? Ja, das ist ja lustig, ey. Auf dem Geländer. Ja, nee, nicht auf dem Geländer. Hier, diese Wendeltreppe. Da auf dem Schiff. Ja, das habe ich auch schon öfter gehabt, dass der Knochen da auf so einer Treppe liegt. Lustig, ich wusste gar nicht, ob das geht. So. Ach ja, ich fotografiere hier unten gar nichts. Das heißt, du kannst dann nachher fotografieren. Der wandert hier aber oft ins Wohnzimmer weg. Denk dran, das Ouija-Board nachher mitzubringen, ne? Ja, unser Küken. Ach nee, Quatsch, ich habe eigentlich gelogen. Ich habe schon was fotografiert, aber das war nur eine Interaktion gewesen. Aber das Salz habe ich noch nicht fotografiert. So. Also, ja. Ja. Ich habe aus Versehen gelogen. Oh, der war gerade an der Tür. Ich dachte, das wäre eine Hand, ey, weil das Licht gleichzeitig geflackert hat. Boah. So. Okay, Bord hast du schon fotografiert, ne? Nee, hier am Eingang ist der eher, weil hier ist es kalt. Hier in dem Flur. Verstecke sind auch schon markiert soweit. Haben wir noch eine Kerze? Ah ja, hier ist eine Kerze. Ich stelle mal eine Kerze hin. Du kannst ja mal mitzählen, wie oft er die ausmacht. So, und da ist er auch wieder reingelatscht. Ich lasse ein Reservesalz hier hinten beim Kruzi dann gleich liegen. Ah ja, die Pillen können wir auch schon mal hier rüberholen. Ach, guck mal hier, die Schiffchen, die können wir für den Polti Highway benutzen. Boah, da ist schon wieder in die Wand gepackt. Na, lass das mit der Wand sein, ey. Nicht wieder in die Wand buggen hier. Oh, denk dran, dass du nachher ein Foto freilässt für Geist. Du bist schon auf 65 runter. Ich bin bei 77, Sanity. Hier, ich bring dir mal ein paar Kerzen hier rein. Okay, die Sanity-Pillen liegen hier alle beim Board.
Noch eine Kamera. Du hast oben keine Lichter angemacht, oder? Okay, ich mach dann hier im Wohnzimmer mal alle an, damit die Sanity erhalten bleibt. Weil man muss leider hier alle Lichter anmachen. Also jetzt vorsichtig mit den Lichtern sein. Ich habe hier im Wohnzimmer jetzt alles angemacht, damit die Sanity nicht runtergeht. Die sind so buggy hier, die Lichter. Ja, das wird was schwierig mit dem Geisterfoto. Du kannst ja denen schon mal ein paar Fragen auf dem Board stellen. Denk dran, du bist bei 65% ungefähr. Musst du dann rechnen, ne? Eine Frage ist so zwischen 5 und 10% von denen, die du immer benutzt. Ich bin bei 77%, also ich halte den Durchschnitt ja ein bisschen oben dadurch. So, drei Fragen. Oh, hier wird's kalt. Kommt der hier rüber? Ist das ein Stalker? Boah, das ist so hell mit dem Licht hier. Es ist so nervig. Haben wir hier eigentlich ein EMF? Oh, wir haben ja gar kein EMF. Okay, der hat alle drei Kerzen ausgemacht, aber nicht versucht zu handeln. Gute Nacht, wenn das jetzt ein Phantom ist, ne? So, ich versuche jetzt kurz den Whisper zu kriegen. Er versucht mit dem Board noch weiter zu hantieren. Wir müssen nur nachher aufpassen, wenn wir im Durchschnitt bei 60 sind. Okay, ich habe den Whisper. Ja, ich hatte einen Whisper. Geh mal kurz nach der Sanity gucken. Der Boyker ist aber leider aus. Die wird ein bisschen runterdroppen. Ich versuche mir eine Kerze zu nehmen. Der hat den ausgemacht, also kein Gin. Okay. Wir fehlen noch 7 Fragen, aber ich frage ihn lieber mehr, weil mein Sensei ist ziemlich weit oben. Geht meine denn jetzt sehr schnell runter oder geht es? Ist langsam eigentlich, also nicht Moroi-artig. Okay, dann können wir den Moroi auch schon mal raustun. Also Jin wäre raus, Wraith wäre raus und Moroi wäre raus. Ich glaube, der Shade auch, weil er hat ja die Kerzen ausgepustet, als du bei ihm da drin warst. Ja, Schnitt war bei 60, 70. Ich frage ihn jetzt ein paar Fragen noch. Und dann sind wir in Early Hunting Range. Okay, ja, die geht ja jetzt eh schnell runter, weil der Breaker aus ist. Er macht ein Event hier! Oh, jetzt musst du auf deine Sanity aufpassen. Halt dir mal eine Fotokamera bereit, falls das nochmal passiert. Hatte ich auch, aber ich bin halt in diesem Menü, weißt du. Jetzt haben wir mal Putzi. Und die Kerze war an, kein Onryo. Guck mal, wie viel du verloren hast dadurch. Wenn du 20 verloren hast, ist es ein Oni. Ich habe ihn auch Fragen gestellt. Und wir waren im Dunkeln. Aber das ist normale Hunting. Vielleicht sogar die Hochen Hunting. Okay, dann komm mal wieder schnell rein, falls der hier noch ein Event hat. Da liegt ein Kurzi im Eingang. Das heißt, er wird nicht sofort auf dir handeln. Wir verstecken uns dann in dem Raum da, wo der Glowstick liegt. Dann locken wir den hier hin und laufen dann durch den durch mit dem Smudge. Ja gut, ist der Breaker nicht da? Der hat den doch gerade eben ausgemacht. Ich kann ihn anmachen. Ja, aber nicht, dass du so viel Sanity jetzt in der Zeit verlierst, weil damit du noch Fragen stellen kannst, weißt du? Ja, aber die Sanity geht so oder so runter eigentlich. Ja, aber wenn du jetzt Fragen noch gestellt hättest, hättest du die so schnell runterkriegen können. Weil wenn sie auf Null ist, geht sie eh nicht mehr weiter runter. Oh ja, mein. Ist egal, mach ruhig wieder an, wenn du eh schon auf halbem Weg bist. Meinst du ehrlich? Meine Sanity war noch so. Wo ist der Kamera? Schnell, komm runter, Event!
passiert? Ey, Alter! Ja, toll, ey. Sowas regt mich so auf. Ey, sowas regt mich so auf. Der ist eindeutig auf dem Foto zu sehen, weißt du? Ja, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Aber weißt du ja eigentlich so oder so? Hatte ich letztens doch auch. Ist wieder ein Event. Das war wieder ein Event. Ach so, boah. Es war wieder ein Event. Aber das Kurzi hier ist hinüber. Ja, ich beeil mich. Er kommt schon wieder auf mich zu. Hand, Hand! Ach, du bist hier. Gut. Ja. Hä? Warum? Was? Ich hab doch nichts gehabt. Was war denn das jetzt? Ich hab nichts bei gehabt. Hä? Was? Ich hab nichts angehabt. Ich schwör's dir, ich hatte nichts angehabt. Ich auch nicht. Warum? Hä? Oh mein Gott, ich brauche irgendwas zum Werfen. Ich gehe auf die Weltreise. Ja, ich guck mal kurz, ob das ein... Ich habe keine Ahnung, wieso du gestorben bist. Ich verstehe es gerade auch nicht, also... Ich hatte alles auch. Ich auch, ich habe ihn ja einmal hier so hingelockt, habe hier extra nochmal gewartet, bevor ich ins Versteck gehe, den nochmal gesmatcht, also... Irgendwie ist das Spiel total kaputt. Ihr seht ja, was solche Bugs, die Impact auf das Gameplay haben, sind echt nervig. Ich glaube, da machen wir nachher lieber ein 9,2-fach, da kriegen wir eher ein Perfect Game. Hat er denn seine Aufgaben fertig? Ich hoffe es. Aber ich habe ihn doch gesmatcht. Nee, man muss ihm entkommen. Ich muss mal nachher darauf achten, ob... Na, das Kruzi benutzt er hier. Der benutzt doch hier unten das Kruzi. Wort ist noch heile. War verdammt schnell. Ja, und das Kruzi ist noch da. Ich guck mal kurz, wo hier ein Versteck ist. Ja, zur Not muss er abhauen. Hier ist noch ein Kruzi. Da ist noch ein Kruzi. Guck mal da. Ja, gut. Ja, der hat das Kruzi benutzt. Das ja bin ich nicht. Ich bin noch hier. Also ich habe nicht viele Informationen über den Geist. Normale Hunting Raid. Oh nein, das Kruzi. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, du bist dir lieber unter den Arsch. Nein. Ich glaube, hier ist auch noch ein Smudge. Guck mal hier, da ist ein Smudge. Guck mal, da ist auch noch ein Smudge. Das ist ein Revenant! Aber der kam mit einem Affenzahn auf uns zugelaufen. Das heißt, irgendwas war an. Irgendwas hat er gewittert. Weil ihr seht ja, es ist ein Revenant. Der ist jetzt langsam, weil er ihn nicht findet. Es ist ein Revenant. Und er war schnell auf uns zugerannt gekommen. Das heißt, er hat irgendwas gewittert. Hatte ich die Fotokamera im Inventar und der hat die gewittert? Aus irgendeinem Grund. Ja. Gut, so, das Kruzi tue ich jetzt direkt mal an. Schon wieder. Ich dachte, er hätte schon wieder den Blick ausgemacht. Es ist ein Revenant. Ist das ein Revenant? Ja. Ja. War super langsam. Ja. Nein, 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 nein. Ich versuche mal R zu schreiben. R ist natürlich sehr schwer. Oh ja. Nein, mach nicht mehr die Schiffchen kaputt.
Ja, es ist ein Ravi. Ja. Yeah. Ich habe wirklich das Foto gemacht, wisst ihr? Ja, ich hab los. Revenant, warte, ja, es ist eindeutig ein Revenant, weil bei dem ersten Handfahrer so schnell, bei dem anderen Handfahrer da, als er ihn nicht gesehen hat, extrem langsam. Jetzt gerade war er langsam, ist dann schnell drauf zugelaufen. So, also ist definitiv ein Revy. Irgendwas war angewiesen. Ich weiß aber nicht, was. Hatte ich die Fotokamera vielleicht im Inventar und der hat die deshalb gesensed? Das war sehr komisch. Mensch, was ist denn passiert? Also, einfach wegen dem Fakt, dass das nur Revenant ist. Das heißt, der hat irgendwas gewittert, weil der kam ja mit einem Affenzahn auf unser Versteck gerast. Aber was war das? Weil ich hatte nichts in der Hand gehabt. Ich hatte ja nur zwei Smudgies. Ich habe vorher das Foto von dem versucht. Vielleicht hatte ich die Fotokamera weggesteckt im Inventar gehabt. Und das Spiel dachte wohl, ich habe die draußen, obwohl ich die gar nicht draußen hatte, weil ich hatte ja die zwei Smudgies definitiv nur gehabt, weißt du? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die... Lag die Fotokamera da an meiner Leiche? Hatte ich die noch irgendwo so im Inventar gehabt? Ich glaube, ich habe die aber wieder weggeworfen, oder? Nachdem ich das Foto gemacht habe. Weil ich habe definitiv auf nichts anderes gescrollt, als ich den zweiten Smudge benutzt habe. Stopp, ich bin gerade rausgeflogen. Kurz nachdem ich das Geld eingesammelt habe, zum Glück. Also was ist jetzt passiert? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin jetzt wieder da.